Was geht ab, meine Z-Fighter, Osir hier. Und im globalen Dokkan Battle gab es einen Data-Download, dementsprechend wurden neue Charaktere hinzugefügt. Und zwar zum einen Super Saiyan 3 Vegeta GT und ein neuer Super Saiyan 3 Vegeta. Zusammen mit den Awakenings von Super Saiyan 3 Goku GT und Super Saiyan 3 Vegeta GT. Das Ganze kommt online morgen am 6.6. 8.30 Uhr morgens unserer Zeit. Warum kommen diese zwei Units für Global Exclusive momentan? In japanischen Dokkan Battle gab es diese nicht. Warum kommen sie morgen? Nun, zum einen erscheint morgen ein Super Saiyan 3 Banner. Das ist ein Super Saiyan 3 Kategorie Banner. Das sind die Banner, die erscheinen, wenn es eine neue Kategorie gibt. Kennen wir üblicherweise. In dem Banner werden auch höchstwahrscheinlich alle LR-Charaktere drin sein. Aber darum geht es nicht, beziehungsweise kommen diese beiden Nudes dann morgen in diesen Banner. Warum sie aber kommen, ist, sie sind ein Ersatz. Sie sind ein Ersatz für Super Saiyan 3 Gohan einerseits und Super Saiyan 3 Trunks. Diese beiden Units gibt es nur im japanischen Dokkan Battle. Warum? Denn sie sind Dragon Ball Heroes Charaktere. Und diejenigen, die es ja auskennen, Dragon Ball Heroes ist ein Spielautomatenspiel im japanischen Raum. Und deswegen, weil es im Westen sowas nicht gibt, diese Marke Dragon Ball Heroes nicht gibt, ist das JP Exclusive. Ja, Dragon Ball Heroes Charaktere gibt es im globalen Dokkan Battle nicht, nämlich nur im japanischen. Und dazu gehören Super Saiyan 3 Gohan und Super Saiyan 3 Trunks. Leider Gottes sieht es immer noch so aus, als wäre das ein JP-Exclusive-Ding, weil es lediglich halt im westlichen Zeitraum, Europa etc. in den USA, nicht legalisiert ist. Dort gibt es Dragon Ball Heroes die Trademarke nicht. Deswegen ist es ein japanisches Ding und deshalb bekommen wir als Ersatz im globalen Dokkan Battle einen neuen Super Saiyan 3 Vegeta GT und einen neuen Super Saiyan 3 Vegeta. Wir schauen uns alle Charaktere gleich detaillierter an, aber jetzt schon mal aus vorweg. Es ist ein bisschen schade, dass es zweimal Vegeta ist. Wisst ihr warum? Den einen Super Saiyan 3 Vegeta GT, der bekommt legit am selben Tag sein Awakening. Heißt, wenn man den nie hat, dann nimmt man ihn schon mal außen vorweg rein, weil dieser Dude hat noch... Also in den Daten ist kein Awakening, aber ich gehe stark davon aus, dass er auch ohne Awakening kommt. Und auf der anderen Seite, wenn man die Strength-Version von den Super Saiyan 3 Vegeta hat, der sein eigenes Dokkan-Fest hat, den Tank, dann nimmt man üblicherweise eigentlich ihn. Üblicherweise. Schauen wir uns mal die Charaktere selbst an, was die denn drauf haben, denn sie sind gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Man sollte sie nicht unterschätzen, aber machen wir das einmal so und gut. So, wir haben hier einen Super Saiyan 3 Vegeta Physik. Schau mal aus vorweg, ich finde sein Artwork sieht übertrieben geil aus, ich weiß nicht warum, aber es sieht übertrieben geil aus. Anyways, wir sehen die Level 100, ganz klar, er ist ein SR-Charakter, er kommt ohne Awakening, ich gehe stark davon aus, dass er auch kein Awakening bekommen wird, direkt zum Release, könnte es in Zukunft aber noch ändern. Leader Skill, Super Saiyan 3 Kategorie und Physik Charakteren gibt er Ki plus 3 auf HP Attack und F 50%. Seine Super Attack macht Supreme Damage und erhöht seinen Angriff für 6 Runden. Alles klar. Passive ist, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%, hat er immer. Und zudem hat er eine Damage Reduction von minus 40%, wenn er einen Typenvorteil hat. Also wenn sein Schutzschild aktiviert ist, wenn das Guard aktiviert ist. Also wenn er einen Typenvorteil hat. Heißt, dieser Dude ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Charakter für Super Battle Road. Für Super Physisch, ja. Attack und F 70%, zudem dann noch hat er die ganze Zeit 40% Damage Reduction, weil wir einen Super Battle Road Typenvorteil haben. Super Saiyan. Saiyan Warrior Race, Golden Warrior Rail, Lineage, Prodigies und Limit Breaking Form hat dieser Dude an der Stelle Link-Skills. Wie gesagt, wenn ihr die Strength-Version von ihm habt, jeder kennt die Strength-Version, den Damage, der High Chance to Standard und Damage Reduction hat, dann nimmt man üblicherweise ihn, aber dieser hier wäre zum Beispiel sehr, sehr gut für Super Battle Road. Anyways, dann haben wir noch den Tech Super Saiyan 3 Vegeta GT. Dieser gibt Super Saiyan 3 Charakteren und Tech-Charakteren Ki plus 3 auf HP Länge 50%, macht Supreme Damage und erhöht seine Verteidigung um 30% für 6 Runden. Heißt, ja, an der Stelle kann er das stacken. Wie war das bei ihm? Raise Attack für 6 Runden. Okay, er erhöht seinen Angriff für 6 Runden. Das kann man dann gut stacken. Mit einem Double oder Triple Stack sogar. Und dieser erhöht seine Verteidigung. Dieser Dude hat Attack und 70%. Ja, ähnlich wie der physische. Jedoch bekommt er additional zusätzlich 60% auf seinen Angriff für 5 Runden, nachdem er angegriffen wurde. Also ähnlich wie bei LR Virus. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Denn wir haben dann 130% Angriff und 70% Verteidigung. Zudem erhöht sich die Verteidigung um 30% für 6 Runden lang. Heißt, dieser Dude gefällt mir an der Stelle mehr, wenn ich ehrlich bin, wenn es in Sachen geht. Also ihn kann man auf jeden Fall in ein Super Saiyan 3 Team nehmen. Auch wenn man vielleicht den Strength hat. Der Strength an der Stelle ist auch gar nicht mal so schlecht. Wir werden es gleich detaillierter nochmal angucken zum Refreshen. Aber wie gesagt, der hier ist auch solide. Super Saiyan, Golden Warrior, Real Lineage, Prodigies, Limit Breaking Form und GT hat dieser Dude an der Stelle an Link-Skills. Und ja, wie gesagt, die zwei Dudes kommen auch an der Stelle. Die haben wir jetzt aber detailliert reich angesehen, um es kurz zu sagen. Attack und F 90%, erhöht seinen Angriff für 3 Runden. Und dieser hat auch Attack und F 90%, erhöht seine Verteidigung um 3 Runden, wenn er ultet. Aber was habt ihr von den neuen Karten? Ich finde, es hätten ruhig auch andere Super Saiyan 3 sein können. Die Sache ist die, warum kommen gerade die beiden? Weil Super Saiyan 3 Vegeta
im Vergleich zu den anderen Heroes-Charakteren, die gibt es im Westen, ja. Ich glaube, Raging Blast 2 kamen die oder in irgendeinem anderen Game, Xenoverse, anyways. Sie gibt es im Westen, ja. Im Vergleich dazu, die Heroes-Charaktere Trunks und Gohan gibt es einfach nicht. Deswegen bekommen wir diese zwei als Ersatz. Also ich, ich find's cool, er ist in Vegeta-Karten, aber ich. Man hätte auch vielleicht andere Super Saiyan rein mitnehmen können, aber das hat die Wahl ein bisschen gering. Anyways, wie gesagt, was haltet ihr davon? Lasst mich in den Kommentaren wissen, weil ich bin echt gespannt, wie ihr darauf reagiert. Nämlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Gohan und Trunks erwartet haben. Aber ja, ich habe mir schon gedacht, dass Dragon Ball Heroes immer noch kein Ding ist, sondern nur JP-Exclusive. Dafür bekommen wir die beiden Dudes. Wie gesagt, morgen kommt das Banner zu ihnen auch online. Seid darauf gespannt. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.